Auftritt für Pinkas Zuckermann, 21 Jahre, Israeli, Geiger. Am Anfang einer Weltkarriere, wie es heißt. Sein Programm, Mozart, Beethoven, oft gehörte Werke, gern gehörte Altmeister. Eine Verbeugung vor dem deutschen Publikum, vielleicht, das er so schätzt, wie er sagt. Pinky Zuckermann gibt sich leger. Er ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, seit 2 Jahren ist er verheiratet. Seine Frau, auch Musikerin, reist mit ihm, nicht nur als Bild im Geigenkasten, neben der kostbaren Stradivari. Herr Zuckermann, wie viele Stunden am Tag üben Sie? 15 Minuten. Jeden Tag? Aus welchen Tagen? Weil ich fahre mit, wie sagt man, Aeroplane. Ah. Greifest. Sie kommen aus Israel. Sie haben dort gewohnt, bis Sie 13 waren. Sie sind dann nach Amerika gegangen. Wer hat Sie rübergeholt? Die in 1961, in einem Festival, die Isaac Stern und Casals haben mir gehört. Und sie entschlossen, ich muss nach New York fahren und studiere mit den Galamian. An der Juilliard School? An der Juilliard School. Und mit der Help von der America Israel Cultural Foundation. Ja. Das wunderbare Institut. Es gibt Geld für junge Leute, so begabte Leute. Herr Zuckermann, warum tragen Sie lange Haare? Ist das lange Haare? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zu das. Sie üben nur eine Viertelstunde. Sie können 2 Stunden zum Friseur gehen.